Im September 2016 machen sich Josef Probst und Angelika Ratlinger gemeinsam mit einem befreundeten Paar zu einer nächtlichen Wanderung auf. Für Angelika, die Josef seit 3 Jahren kennt, ist es der erste Besuch am Weizriegel. Der Weizriegel ist ein Berg im Bayerischen Wald, im mittleren Bayerischen Wald. Und der Name Weizriegel, der sagt es eigentlich schon. Also Weiz heißt im Bayerischen Wald Spuk und Riegel steht für steiniger Berg. Das heißt Geisterberg. Ich bin selbst echt gespannt. Ich habe jetzt schon so viel über den Weizriegel gelesen, dass ich da unbedingt mit euch hin muss. Und nachts ist der Felsen noch sehr viel interessanter. Aber mehr verrate ich nicht. Okay. Hi. Hi. Schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, das wurde ja mal Zeit. Hey. Ja, wir haben uns damals mit dem Sepp zusammengesprochen, dass wir auf den Weizriegel da raufgehen. Haben uns eine kleine Gruppe gebildet. Check mal eben, ob wir auch alles dabei haben. Also die Nachtwanderungen sind für mich sehr interessant. Ist ja sehr interessant zu sehen, wie die Leute in diesen Nachtwanderungen reagieren. Also ich genieße das, wenn dann plötzlich alle still sind, weil irgendwas geknackst hat oder weil er ein Tier geschrien hat. Dann macht das ziemlich viel Spaß für mich. Ganz wichtig, ausreichend Licht. Da habe ich was für euch. Okay. Er wollte uns das zeigen. Er hat gesagt, wir gehen jetzt zu dem Weizriegel. Aber er sagt uns nicht genau, wo der ist, weil dann vielleicht können wir es ja ahnen, wo er ist. Und du hast aber das schon gespürt gehabt von Weitem, dass dir unwohl geworden ist. Kann ich eine große haben? Eine große. Danke. Danke. So, wir haben genug Proviant dabei, Wasser ist auch dabei, Karte auch, können also los. Super. Okidoki. Auf geht's. Ist euch auch auf einmal so kalt? Ja. Und dann, wie wir dann Richtung diesem Weizriegel, Richtung den Stein gegangen sind, ist dann schon merklich anders geworden. Das heißt, die Kälte ist von den Füßen raufgestiegen. Man hat gespannt, es wird kälter, es wird seltsamer. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht die Einzigen im Wald sind. Und dass wir hier nicht erwünscht sind. Alles gut bei dir? Ich hab so einen Druck auf der Brust. Mir fällt das Atmen gerade echt schwer. Pass auf, jetzt atmest du einmal ganz tief ein und wieder aus. Einer hat einen Druck auf die Brust bekommen, der hat nicht mehr schnaufen können, der hat nicht mehr richtig durchatmen können, nicht mehr rein, nicht mehr ausatmen. Da ist noch ein bisschen Beklemmtheit gekommen, wie wir dann Richtung Weizriegel unterwegs waren. Pass auf, jetzt atmest du einmal ganz tief ein. Und wieder aus. Und? Besser? Ja, danke, ein bisschen besser. Was war das? Das ist doch irgendwie unheimlich. Ja. Los, kommt, wir gehen weiter. Was ist da jetzt schon wieder? Verdammt, ich habe schon wieder so einen Druck auf der Brust. Ist alles okay? Willst du was trinken? Ja. Danke. Ich habe so was Schweres im Rücken, als würde da jemand auf dem Rücken sitzen. Ich will weg von hier. Bitte lasst uns endlich gehen. Okay, kommt. Wir verschwinden hier. Los. Das ist so schwer. Ja, mir reicht's auch hier. Irgendwann hat sich das angefühlt, als wenn du jemanden im Rücken sitzen hättest.
der wo die Beine angezogen gehabt hat, dass die Knie im Rücken sind. Am nächsten Tag zieht es Angelika erneut an den Waldrand. Sie sucht nach einer Erklärung für die Erlebnisse der letzten Nacht. Guten Morgen. Schreck mich doch nicht so. Entschuldige bitte, das wollte ich. Ich kann einfach nicht vergessen, was wir hier gestern Nacht erlebt haben. Und ich will jetzt wissen, was hat es hier mit dem Weizriegel auf sich? Vielleicht kann ich dir da helfen. Ich habe ja im Vorwege so einiges recherchiert. Und um den Weizriegel ranken sich so einige Sagen. Also es gibt eben diese Geschichte mit dem Müller, dass der vielleicht diese Kinder da ermordet hat und vielleicht in diesem Waldstück begraben hat oder verschaut hat. Einen für dich? Danke. Einen für dich? Danke. Und einen für dich. Danke. Weiterhin sollen Kinder mit Deformationen und Behinderungen einfach ausgesetzt worden sein. Im Mittelalter war das gängige Praxis, Kinder, die man nicht wollte, direkt nach der Geburt in der Wildnis auszusetzen und sie einfach sterben zu lassen. Es ist unfassbar, zu was die Menschen fähig sein können. Ich glaube, dass es tatsächlich gestern Nacht die Seelen der ermordeten Kinder waren. Und dass eines dieser Kinder sich an deinen Rücken geheftet hat. In diesem Falle sind mehrere Kinder, das waren 4 oder 5, die sich richtig an ihren Rücken rangehaftet haben und wollten einfach nur raus, die wollten nur einen Ausgang finden, einen Ausweg aus ihrer Misere und nutzten einen physischen Körper eines lebenden Menschen, um dort wieder rauszukommen.